Seit über 20 Jahren setzen sich Dr. Johannes Sander, Chefarzt der Adipositas-Klinik der Schönklinik Hamburg-Eibeck und sein Team dafür ein, die Lebensqualität ihrer Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern. In dem Exzellenzzentrum für Adipositas und metabolische Chirurgie erhalten an Adipositas-Erkrankte eine vollumfassende Versorgung, die vor einer Operation auch immer umfangreiche ernährungs- und verhaltenstherapeutische Elemente umfasst. Aber was genau ist eigentlich Adipositas? Wie entsteht die Krankheit und was können Betroffene dagegen tun? Klar ist natürlich, dass wir heute zum Glück in einer Zeit leben, in der Nahrungsmittel für uns überall verfügbar sind. Das heißt aber nicht, dass diese Nahrungsmittel immer gut sind. Wir wissen, dass viele Nahrungsmittel zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz enthalten. Wir haben also, das ist ein wichtiges Kriterium für das Entstehen der Erkrankung Adipositas, einfach zu viel Nahrung verfügbar. Dazu kommt, anders als unsere Vorfahren in den letzten Jahrhunderten oder vielleicht sogar noch vor 50 Jahren, wir haben natürlich einen ganz anderen Lifestyle. Wir arbeiten nicht mehr schwer körperlich im Stahlwerk oder in der Landwirtschaft, sondern Standardjobs finden heutzutage im Büro statt. Das heißt, wir bewegen uns deutlich weniger als noch vor wenigen Generationen. Aber warum ist dann nicht jeder Mensch von Adipositas betroffen? Einige können scheinbar problemlos ihr Gewicht halten, während andere unter permanentem Übergewicht leiden. Heute weiß man, dass die Hauptursache für das Entstehen der Krankheit Adipositas die genetische Veranlagung eines Menschen ist. Eine verstärkende Wirkung geht unter anderem von anderen Krankheiten und Medikamenten aus, die das Gewicht steigern. Und ein Punkt, den viele Menschen so nicht kennen. Natürlich spielen auch die finanziellen Verhältnisse eine Rolle. Wir wissen, dass günstige Lebensmittel oft deutlich schlechter zusammengestellt sind als teure, frisch zubereitete Lebensmittel. All das sind Punkte, die dazu beitragen, dass Menschen überhaupt übergewichtig oder adipös werden. Aus der Erfahrung unserer Sprechstunde heraus aus den vergangenen 20 Jahren zeigt sich aber ein ganz klares Muster, was fast alle Patienten, die den Weg zu uns in die Klinik finden, mit einem Body Mass Index von 40, 50 oder gar 60, was alle diese Patienten eint. Nämlich, dass in der Vergangenheit, zu einem Zeitpunkt, wo das Gewicht bei weitem nicht so hoch war wie heute, eine erste Therapie auf den Eigenregie durchgeführt wurde, nämlich die klassische Diät. Wenn wir über das Krankheitsbild der Adipositas sprechen, benötigen wir zuallererst einmal eine Klassifikation. Wir müssen überhaupt wissen, wo liegen die Grenzen zwischen Übergewicht und Adipositas und gibt es auch bei diesem Krankheitsbild verschiedene Schweregrade. Es gibt eine Klassifikation, den sogenannten Body Mass Index oder BMI. Der Body Mass Index wurde vor vielen Jahrzehnten entwickelt, hat gewisse Schwächen, aber ist doch von großer Bedeutung, um auch therapeutische Entscheidungen für einzelne Menschen zu treffen. Man verrechnet die Körpergröße mit dem Körpergewicht, denn nicht jeder Mensch, der 100 Kilo wiegt, hat automatisch einen zu hohen Body Mass Index. Das hängt natürlich sehr von der Körpergröße ab. Man hat einmal festgelegt, dass das Normalgewicht von einem Body Mass Index 20 bis 25 reicht. Ab einem BMI von 25 sprechen wir von Übergewicht und ab einem Body Mass Index von 30 beginnt das eigentliche Krankheitsbild der Adipositas, also das sogenannte krankhafte Übergewicht. Und auch da gibt es verschiedene Schweregrade, die offiziell eingeteilt werden nach einer Adipositas Grad 1, Grad 2 und Grad 3. Eine Adipositas Grad 3 zum Beispiel startet ab einem Body Mass Index von 40. Eine Diät ist kein professionell begleitetes Behandlungsprogramm, sondern in der Regel eine in Eigenregie und zumeist spontan erdachte Maßnahme zur Gewichtsreduktion. Die Palette ist groß, von Abnahmetipps aus der Zeitschrift über FDH bis hin zur Kohlsuppendiät. Aber lässt sich mit einem solchen Programm tatsächlich das Gewicht nachhaltig reduzieren? In den ersten Tagen ist dieses Programm, diese Diät, leicht umzusetzen. Man ist hoch motiviert, ist bei der Sache, nimmt gut ab, alles scheint also gut zu sein. Nach einigen Tagen setzt aber ein Mechanismus ein, der dazu führt, dass Heißhunger entsteht. Heißhunger auf Süßes, auf Fettiges, auf Salziges. Und irgendwann ist diese Diät
nicht mehr durchzuhalten. Man kann den Versuchungen einfach nicht mehr widerstehen. Die Diät ist zu Ende und die betroffenen Personen fangen an, wieder relativ normal zu essen. Daraufhin muss man in der Regel frustriert mit ansehen, wie das Gewicht rasch wieder ansteigt. Und nicht nur das. Oft wiegen die Patienten wenige Wochen oder Monate genauso viel wie vor der Diät, manchmal sogar deutlich mehr, der sogenannte Jojo-Effekt. Nach der sogenannten Setpoint-Theorie hat jeder Mensch neben der genetisch festgelegten Körpergröße auch ein genetisch mitbestimmtes Gewicht, den sogenannten Setpoint. Wenn wir uns mit diesem vorgegebenen Gewicht nicht arrangieren können und kurzfristig durch eine Diät abnehmen, reagiert unser Körper wie bei einer Hungersnot. Im Bestreben, das Setpoint-Gewicht zurückzuerlangen, senkt er den Stoffwechsel, um Energie zu sparen, und steigert den Hunger, um uns zu mehr Nahrungs- und damit Energieaufnahme zu bewegen. Ist der Hunger irgendwann derart groß, dass wir die Diät abbrechen und wieder relativ normal essen, steigt das Gewicht schnell an, zumeist über das Ausgangsgewicht hinaus. Das Verheerende? Unser Körper verlagert in diesem Zuge den Setpoint um ein paar Kilo nach oben, um mit dieser Reserve für eine mögliche nächste Hungersnot gewappnet zu sein. Dementsprechend früher startet bei der nächsten Diät der Anstieg des Hungers und das Absenken des Stoffwechsels, wodurch das Abnehmen nicht mehr so gut gelingt. Was das für den einzelnen Menschen bedeutet, kann man zum Beispiel an einer jungen Frau veranschaulichen, die ja mit einem leichten Übergewicht, vielleicht zu Beginn der Pubertät, versucht hat, mit einer Diät zum ersten Mal Gewicht zu verlieren. Vielleicht 5 Kilo. Das ist oft der Einstieg für viele Patienten in die erste Diät. Es wird, wie vorhin gesagt, FDH gemacht oder man verzichtet auf Kohlenhydrate, trifft sich mit Freundinnen zusammen, um gemeinsam abzunehmen. Und das Erstaunliche ist, im Rahmen der ersten Diät funktioniert das Ganze in der Regel sehr gut. Man hat innerhalb weniger Wochen gute Erfolge. Die 5 Kilogramm, die man brauchte, um für den Sommerurlaub schlank zu sein, waren schnell verschwunden. Und man hatte das Gefühl, okay, diese Diätphase ist vorbei, endlich kann ich wieder halbwegs normal essen. Daraufhin passiert das, was viele Menschen mit Adipositas leider frustriert erinnern. Das Gewicht steigt rasch wieder an und hat nach kurzer Zeit oft ein höheres Gewicht erreicht als vor der Diät. Wenn diese Diät jetzt zu Ende ist und das Gewicht wieder ansteigt, scheint automatisch auch der sogenannte Setpoint sich auf einen höheren Punkt zu verlagern. Weil der Körper hat ja gelernt, dass eine Hungersnot auftreten kann und dass es sinnvoll ist, tatsächlich eine Reserve anzulegen. Und diese Reserve besteht aus ein paar Kilo mehr. Die junge Frau in unserem Beispiel hat natürlich nicht gedacht, okay, dann bin ich halt Opfer des Setpoints geworden. Diese junge Frau hat sich, und das mag vielen Menschen mit Adipositas bekannt vorkommen, hat sich erst einmal selbst Vorwürfe gemacht. Was ist das Resümee? Man startet relativ rasch mit der nächsten Diät. Man sieht, dass auch diese Diät natürlich einen gewissen Gewichtsverlust bringt, aber der Gewichtsverlust ist schon gar nicht mehr so gut. Das heißt, der Körper scheint sich schon an diesen Mechanismus etwas angepasst zu haben. Und auch diese Diät wird natürlich nach einer gewissen Zeit abgebrochen und es passiert das Gleiche wie beim ersten Versuch. Der Jojo-Effekt schlägt zu, das Gewicht steigt an und erreicht ein noch höheres Niveau. Diese Kurve aus kurzfristig erfolgreichen, aber im langfristigen Verlauf frustranen Abnehmversuchen lässt sich unendlich fortsetzen. Was viele Patienten eint, ist genau dieser Leidensweg über viele Jahre selbst durchgeführter, nicht professionell begleiteter Therapieversuche. Das Resultat ist in der Regel, dass das Gewicht nicht wie erhofft sinkt, sondern von Diät zu Diät immer weiter ansteigt. Und viele Leute, die irgendwann den Weg zum Beispiel in unsere Sprechstunde finden, haben zu dem Zeitpunkt das höchste Gewicht ihres Lebens erreicht. Zunächst einmal sollten natürlich alle Betroffenen möglichst frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Nur so kann dieser beschriebene Kreislauf aus Diäten und anschließendem Jojo-Effekt unterbrochen werden. Und ja, vielleicht gelingt es einem so, den immer weiteren Gewichtsanstieg tatsächlich zu bremsen. Und das ist in der Tat schon ein großer Erfolg der konservativen Therapie, den weiteren Anstieg zu bremsen. Damit ist viel gewonnen und das Ganze nimmt schon einen gewissen Stress, eine gewisse Belastung aus dem Thema der Adipositas heraus. Denn die Erfahrung ist ja, dass man dem Gewichtsanstieg hilflos ausgeliefert ist. Je eher die Entscheidung für eine Therapie fällt, desto schneller können Patienten ihre Lebensqualität verbessern.
In der modernen Medizin kommt dabei die sogenannte multimodale Therapie zum Einsatz. Die Kombination aus Ernährungs- und Bewegungstherapie zielt darauf ab, den Patientinnen und Patienten das nötige Wissen zu vermitteln, mit dem sie aus eigener Kraft abnehmen können. Die Schönklinik Hamburg-Eibeck arbeitet im Bereich der Ernährungstherapie seit über einem Jahrzehnt vertrauensvoll mit Uta Hantelmann und ihren Kolleginnen der Zentrale für Ernährungsberatung e.V. zusammen. Die Ernährungstherapie bietet viele Möglichkeiten und wir freuen uns immer, wenn wir auch mit dem Begriff der Beratung zum Essverhalten in Verbindung gebracht werden. Die Ernährungsberatung, wie wir sie machen, muss im Alltag ansetzen. Kein Programm, was mitgegeben wird, sondern wirklich das Aufeinanderlauschen, das Herauslauschen der Motivation. Und was wir als Ziel damit verfolgen, ist, dass die Patienten merken, wie sie steuern können, wie sie in ihrem Alltag selber Zuversicht entwickeln können, dass eine Veränderung, das Verändern einer Verhaltensweise, einer Gewohnheit, dann auch langfristig machbar ist. Und so geht es über einen längeren Zeitraum, über das halbe Jahr hinweg, wirklich darum, die Veränderungen, die ausprobiert werden, auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen. Nur dann ist es eine Chance, dabei zu bleiben und mit diesen Erfahrungen aus einem halben Jahr Ernährungsberatung gehen die Menschen auch in die Zukunft und sagen, ich habe es geschafft, etwas zu verändern. Unser Ziel in der Ernährungsberatung ist nicht, Obst und Gemüse in Gramm zu steigern oder eine bestimmte Kalorienmenge zu erreichen oder nicht zu toppen. Das tun manche ohnehin, dass sie mit einem Tracking sich selber beobachten, das ist viel wert. Es geht eher darum, dieses Management für die Ernährung der Zukunft zu finden. Mit all den Erfahrungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, mit all den Diäten, die schon ausprobiert wurden, daraus den eigenen Weg zu schneidern. Und wenn wir individuell beraten, wenn wir persönlich im Gespräch sind, dann können wir das entwickeln, dann können wir das rauslauschen und ermutigen, dass aus allem der eigene Weg gewählt wird, der zur Familie passt, der zum Beruf passt und der auch zu den eigenen Werten passt. Das Tolle an der Arbeit, die wir machen, die meine Kollegin und ich machen, ist, dass wir die Menschen begleiten können, ihr Verhalten zu optimieren. Und wenn sich daraus von Termin zu Termin sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte ergibt und wir sehen, wie sich unsere Klientinnen und Klienten bemühen, auch in ihrem Alltag was zu verändern, dann machen wir auch deutlich, dass das genau das ist, was jeder Einzelne tun kann. Und wir verdeutlichen in dem Zusammenhang natürlich auch, dass das seine Grenzen hat. Ich habe ein bestimmtes Maximum an Bewegungsmöglichkeit. Entweder ist es zeitlich eingeschränkt oder ist es auch durch körperliche Beschwerden und Schmerzen eingeschränkt. Trotzdem gebe ich mein Bestes in Sachen Bewegung. Oder wir sehen auf die Ernährung und denken oder erarbeiten, dass die bestmögliche Versorgung für den Alltagskontext ist. Der ist beruflich eingeschränkt, es muss Familie versorgt werden. Jeder kann es nur so gut tun wie möglich. Das ist unser Fokus, das ist unser Ziel. Und wir versuchen auch unseren Klientinnen und Klienten das schlechte Gewissen zu nehmen, dass sie alles erreichen müssen. Und wenn das über einen längeren Zeitpunkt deutlich wird, dass alles ausgereizt ist, was im Bereich des Handelns ist, dann kommen zur Behandlung von Adipositas natürlich auch medizinische Maßnahmen, eine Operation in Frage. Und das ist der Punkt, auf den es sich hin entwickelt, über einen Zeitraum von über einem halben Jahr zu sagen, ja, meine Entscheidung fällt jetzt zu 100% Richtung OP. Ich habe alles nochmal durchdacht, habe alles überlegt, meine Vergangenheit betrachtet, meine Wünsche für die Zukunft betrachtet. Oder es ergibt sich der Wunsch zu sagen, mit dem, was ich jetzt ausprobiert habe, mache ich noch ein bisschen weiter. Ich gucke, wie ich ganz alleine weiterkomme, denn das ist ja das Ziel der Ernährungstherapie, nicht abhängig zu sein von Beratungsterminen, sondern sich davon zu lösen und den eigenen Weg zu gehen und zu gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Wir nennen das die muttersprachliche Ernährungsberatung, dass unsere deutschsprachigen Kollegen mit ihrer zweiten Sprache, mit ihrer Muttersprache auch beraten können. Denn wir brauchen keine Dolmetscher, es kommt kein Kind mit, was eine Übersetzung macht. Es ist wirklich vom Sprechen, vom Denken, vom Fühlen alles direkt möglich. Und mit den verschiedenen Sprachen
haben wir, glaube ich, schon viele Patientinnen und Patienten zufrieden gemacht, vielleicht sogar glücklich gemacht, dass die Ernährungsberatung nicht nur ein Pflichtprogramm ist, sondern sie auf ihrem Weg im Umgang mit der Adipositas-Erkrankung auch wirklich begleitet und ihnen weiterhilft. Mein Name ist Alanud Abdelkedra und ich arbeite mit dem Team der Ernährungstherapeuten seit ca. 3 Jahren. Wir deutsch-muttersprachliche Kolleginnen helfen und beraten die muttersprachlichen Klienten auf deren eigene Sprache. Was wir in der Zeit festgestellt haben und durch mehrere Beratungen, dass die Klienten sich besser auf deren eigene Sprache interpretieren können. Und mit der deutsch-muttersprachlichen Klienten, das war ein sehr großer Helfer für die Klienten, die nicht gut Deutsch sprechen können, auch die Chance haben, an das Konzept teilzunehmen und sie wissen, was auf sie vor sowie nach der OB zukommen wird. Der Begriff Sport wirkt für die meisten Menschen mit starkem Übergewicht erst einmal abschreckend. Unter Sport stellen wir uns ja allgemein hin eine schweißtreibende Aktivität vor, sei es auf dem Fußballplatz, im Fitnessstudio oder beim Joggen im Park. Und es ist natürlich für Außenstehende, die nicht adipös sind, leicht gesagt, naja, mach doch einfach mehr Sport, dann wird das schon was mit dem Abnehmen. Wie soll das gelingen, wenn selbst der kurze Weg zum Bäcker mit Schmerzen in den Gelenken verbunden ist oder wenn nach wenigen Stufen auf der Treppe die Luft wegbleibt? Hinzu kommt, dass Sport nur bedingt geeignet ist, um abzunehmen. Zum einen wird der Kalorienverbrauch häufig total überschätzt. Sie müssen ganz schön lange auf dem Crosstrainer stehen, um mehrere Kilogramm abzunehmen. Und dann reagiert Ihr Körper auf den Gewichtsverlust womöglich genauso wie bei einer klassischen Diät. Nach intensivem Sport kommt es nämlich zu Heißhunger. So sind die verbrauchten Kalorien schnell wieder ersetzt und das Gewicht ändert sich, wenn überhaupt nur minimal oder es bleibt sogar gleich, wie es ist. Trotzdem ist eine ausreichende körperliche Aktivität oder Sport natürlich wichtig, denn es geht dabei nicht nur um den Gewichtsverlust, sondern vor allem um das Wohlbefinden. Herz-Kreislauf-System und Lungenfunktionen werden positiv beeinflusst, das Immunsystem wird widerstandsfähiger und vor allem hat Sport natürlich auch einen positiven Einfluss auf die psychische Situation, aufs generelle Wohlbefinden. Zur Steigerung der sportlichen Aktivität können natürlich alle Angebote wie Sportverein, Fitnessstudio oder Schwimmbad genutzt werden. Man kann sich mit seinen Freundinnen oder Freunden zum Walking treffen oder aber man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und sollte man aufgrund von Schmerzen oder anderen Erkrankungen keinen klassischen Sport treiben, können, sind natürlich Übungen zu Hause mit dem Theraband oder als Hockergymnastik immer besser als gar nichts zu machen. Wer an Adipositas erkrankt ist, sollte frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Dann stehen die Chancen gut, dem weiteren Gewichtsanstieg erfolgreich entgegenwirken zu können. Die Internetseite der Schönklinik Hamburg bietet umfangreiche Vorabinformationen, unter anderem zur mindestens 6-monatigen multimodalen Therapie, die stets am Anfang der Adipositas-Behandlung steht. Wer vor der Behandlung noch mehr erfahren will, besucht den regelmäßig stattfindenden Adipositas-Infoabend der Klinik. Dort erfährt man unter anderem, warum sich Folgeerkrankungen der Adipositas wie Diabetes mellitus oder Schlafapnoe durch die konservative Therapie in der Regel nicht ausreichend bessern und warum aus diesem Grund sowie bei höheren Adipositas-Graden eine Magen-OP der richtige Schritt sein kann. Im Video Adipositas – Ihr Weg aus der Krankheit, Teil 2 – Die Adipositas-Operation erklären wir im Detail, wann eine Operation die richtige Behandlung ist, welche Behandlungsschritte und Untersuchungen vor dem Eingriff eventuell notwendig sind und wie die Klinik bei der Umsetzung behilflich sein kann.